Liebe Wohnsiedlerinnen und Wohnsiedler, auch am Freitag, dem 20. September, melde ich mich bei Ihnen mit den aktuellen Themen meiner Woche. Naturgemäß war diese Woche auch nochmal stark von der Krisenbewältigung nach dem Großbrand bei den Unternehmen Lepp und Pfisterer in Hohlenbrunn geprägt. Die Unterstützungsmöglichkeiten, die wir haben seitens Stadt, seitens Landkreis und seitens Freistaat, haben der Landrat und auch der Finanzstaatssekretär Martin Schöffel und ich gemeinsam bei den Unternehmen in dieser Woche nochmal sehr stark signalisiert. Wir hatten Gespräche mit den Geschäftsführungen beider Unternehmen. Wir haben auch die Betriebsversammlungen beider Unternehmen besucht am Montag und am Dienstag. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir inzwischen seit dem Montag von der Firma Lepp, die auch Eigentümerin des gesamten Areals ist, eine klare Aussage haben, nämlich das Bekenntnis zum Standort, das Bekenntnis zum Wiederaufbau der Produktion in Wohnsiedel und das Bekenntnis zu den Mitarbeitern hier vor Ort. Wir haben derzeit von der Firma Pfisterer noch keine konkrete Aussage. Da stehen momentan noch Sichtungen aus, Prüfungen aus der Liegenschaften. Wir sind natürlich dabei, auch ganz konkret jetzt Übergangsräumlichkeiten anzubieten. Wir haben die Tronco-Hallen, bei denen wir ja sehr stark engagiert sind derzeit für unsere Planungen zum Wohncampus, zum Energiecampus. Wir haben diese Hallen angeboten als Lagermöglichkeiten, aber auch als Produktionsmöglichkeiten, übergangsweise, aber auch langfristig. Wir haben als einen ersten positiven Erfolg zu vermelden, dass wir beide Unternehmen inzwischen mit ihren Verwaltungen zunächst mal in den frisch sanierten Verwaltungsräumlichkeiten der ehemaligen Tronco unterbringen konnten. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir auch zur Produktion in den nächsten Tagen und Wochen positive Nachrichten auch noch seitens der Firma Pfisterer hören werden. Wir stehen beiden Unternehmen weiter eng zur Seite und unterstützen, wo wir können. Dann hatten wir am gestrigen Donnerstagabend eine Sitzung unseres Wohnsiedler Stadtrates und wir haben dort mehrere wichtige Themen behandelt und unter anderem zwei besonders wichtige. Zum einen haben wir beschlossen, jetzt den letzten Abschnitt der Umrüstung auf LED-Beleuchtung bei unserer Straßenbeleuchtung noch anzugehen. Wir haben hier schon sehr viel umgesetzt im ganzen Stadtgebiet und auch in den Ortsteilen und alles, was jetzt noch fehlt, wird jetzt noch umgerüstet in zahlreichen Ortsteilen, aber auch noch in zahlreichen Straßenzügen innerhalb der Stadt. Wir werden dann gut über 90% aller Straßenbeleuchtungen im ganzen Stadtgebiet Wohnsiedel umgerüstet haben. Das wird dann voraussichtlich auch erstmal das Ende, also sprich quasi eine vollständige Umrüstung gewesen sein, denn bei den übrigen Beleuchtungen ist es technisch entweder nicht möglich oder nicht sinnvoll, sodass wir jetzt hier also sehr stolz sind, dann eigentlich mit der Straßenbeleuchtungsumrüstung auf energiesparende LED-Technik dann mal durch zu sein fürs Erste. Wir sparen bei den LED-Birnen insgesamt um die 70% an Strom, haben damit also eine erhebliche Einsparung bei Strom- und CO2-Ausstoß. Und allein durch die Einsparungen wird sich auch diese Investition innerhalb von etwa 10 bis 12 Jahren amortisiert haben. Und ein zweiter wegweisender Beschluss ist gefasst worden und ist auf den Weg gebracht worden. Und zwar auf Antrag der CSU-Fraktion werden wir einen zweijährigen Pilotversuch für einen privaten E-Scooter-Verleih in Wohnsiedel durchführen. Das heißt, es wird jetzt für die nächsten beiden Jahre die Möglichkeit bestehen, an zentralen Standorten im ganzen Stadtgebiet und auch in den Ortsteilen E-Scooter auszuleihen und diese als zusätzliches Mobilitätsangebot in der Stadt zu nutzen. Es kann beispielsweise eine tolle Bereicherung sein, vom Bahnhof in Hohlenbrunn hinein in die Stadt oder auch als Verbindung in die Ortsteile ergänzend zum ÖPNV oder auch an Stellen, wo eben kein ÖPNV vorhanden ist, sodass wir jetzt also hier übrigens als erste Stadt im Landkreis Wohnsiedel ein entsprechendes Angebot schaffen können. Die Stadt Hof hat mit demselben Anbieter derzeit auch ein Projekt am Laufen, ein Pilotprojekt und berichtet uns hier von sehr positiven Erfahrungen jetzt eben diesen Sommer und wir freuen uns sehr, dass wir dann im nächsten Sommer hier starten können. Jetzt wünsche ich Ihnen zunächst mal ein schönes Wochenende bei hoffentlich nochmal einem sonnigen, schönen Herbstwetter und alles Gute.